Die Taliban sollen Schülerinnen erlaubt haben, kurzfristig ihre Abschlussprüfungen schreiben zu dürfen. Zuvor wurde Mädchen aus Afghanistan der Besuch von weiterführenden Schulen verboten. Medien berichten, dass die Prüfung für Schülerinnen der 12. Klasse am Mittwoch stattfand. Nur wenige Tage zuvor sei man über die Prüfung informiert worden, so eine Schülerin aus Kabul. Erst konnten wir nicht am Unterricht teilnehmen und jetzt sollen wir ein Examen ablegen. Eine andere Schülerin sei empört gewesen, dass sie aufgrund der Schließung keine Unterrichtsmaterialien mehr habe. Dennoch freuten sich viele Schülerinnen über die kleine Chance. Es könnte ein Anfang sein, eine Universität besuchen zu können.